Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Revelations. Ja, ich habe jetzt endlich das Schiebepad Pro. Und ja, ich wollte da mal ein paar Worte zu verlieren. Zum einen, es lohnt sich auf jeden Fall, Leute, kauft euch das Ding, weil es macht den ganzen 3DS irgendwie wertiger. Und ich muss mal eben hier kurz was einstellen, bevor ich erzähle weiter. Also, es macht auf jeden Fall den 3DS wertiger. Das alles fühlt sich definitiv mal ganz klar besser an. So zum Thema, er liegt besser in der Hand, zumindest meiner Meinung nach. Dann kommt dazu, ja, das wirkt alles größer und das zweite Pad ist eine wahre Bereicherung. Oh ja. Allerdings habe ich jetzt auch schon was Negatives gefunden, das mir nämlich gerade so passiert. Das Teil hat ja auch eine Schlaufe, also wie bei der Remote. Hallo, lässt du mich mal kurz? Ah, das brauche ich nicht. Ich brauche meine Pistole. Ja. Was wollte ich denn jetzt sagen? Man hat eine Schlaufe dabei. Damit dir das Teil nicht aus der Hand rutscht. Habe ich mir so gedacht. Ah, ist ja Blödsinn. Ist ja totaler Blödsinn. Braucht kein Mensch. Wow. Weg hier. Ja, ich lag leider falsch. Mir ist der 3DS gerade sowas von runtergeflogen gegen den Schreibtisch, auf den ich ihn gerade legen wollte, um hier die Aufnahme anzufangen. Bam, voll gegen, auf den Boden. Aber naja, was soll's, er läuft noch. Ich hab die Daten. Da seid ihr ja. Gute Arbeit. Kein Zweifel. Diese Leichen haben eindeutige Anzeichen einer Virusinfektion. Und es ist sicher kein Zufall, dass sie durch die Sperre der FBC gekommen sind. Tja, mehr können wir nicht tun. Jetzt müssen wir erstmal auf die Ergebnisse des Hauptquartiers warten. Hä? Das ist die Notfallnummer. Ja, ich bin's. Was? Ja, in Ordnung. Ich übernehme das. Wir müssen die Sache beschleunigen. Und zwar sofort. Aha. Gut, dann los. Jill, Parker, ihr bleibt an dem Fall dran. Was ist passiert? Wir haben den Kontakt zu Chris und Jessica verloren. Ja. Warum? Wir wissen es leider nicht. Ich habe euch ihre letzten Koordinaten auf eure Terminals geschickt. Ihr Signal ging verloren, über dem Ozean. Ich dachte, sie suchen in den Bergen nach Weltraum. Aber ihrer Position nach sind sie auf einem Schiff. Ich werde ins Hauptquartier zurückgehen und die Suche koordinieren. Und ihr zwei seid meine Augen da draußen. Ja, Sir. Tja, Leute, und das war jetzt sozusagen die Vorgeschichte vor diesem Boot. Halt, wenn ich das richtig verstanden habe, dann dürfte es jetzt auf dem Boot weitergehen. Sobald wir das hier alles fertig geladen haben, ich sehe hier so ein bisschen die Stats, 94% und keine Ahnung. Kein Plan, was mir das jetzt bringt oder was bringen soll, egal. Glaubst du, die haben Chris und Jessica erwischt? Ich hoffe nicht. Hey, keiner sagt, dass Chris tot ist. Na gut, dann sollten wir ihn endlich finden. Okay, cool. Dann dürfen wir uns jetzt auf die Suche nach Chris machen. Bin ich mal gespannt, wie es auf dem Schiff weitergeht. Weil das ging ja schon ganz gut los. Ich sehe nach. Okay, ich schau mal, was ich hier finde. Verstanden. Ich melde mich, wenn ich Chris' Spur finde. Okay, nach Chris suchen ist die Aufgabe. Ich meine, das war ja klar. Zwei Türen, wir gehen mal hier gucken. Chris! Chris!
Okay. Ich hab das gefunden. Er sitzt in der Falle. Kannst du ihn rausholen? Nein, ohne Schlüssel läuft da gar nichts. Okay, suchen wir ihn. Na super. Wir dürfen nach einem Schlüssel suchen. Und wo soll der sein? Dann wahrscheinlich hier, oder? Das könnte ich mir jetzt ganz gut vorstellen, eigentlich. Schauen wir mal erstmal unten. Was ist da? Hier ist nichts, okay. Nee, das sieht schlecht aus. Das scheint eine Sackgasse zu sein, ja. Okay, könnte man ja theoretisch... Könnte man, wenn man wirklich wollen würde, könnte man da doch rüberspringen. Aber naja, ich will niemanden zwingen. Ich zwinge nie die Leute. Oh, ein Kraut. Schön. Das war's, ne? Ja. Okay, geht hier sogar noch weiter. Herrlich. Kann ich hier was aufmachen? Nö. Warum nicht? Ich höre überall Geräusche. Ja, ich habe Ton, Leute. Ich habe Ton. Hätte ich auch mal erwähnen können. Ich habe jetzt Ton. Ah, hier ist noch eine Tür. Okay, das scheint hier sozusagen die Kajüten zu sein. Oder die Kajüte. Und ich höre hier definitiv irgendwie was Zombie-mäßiges und... Duscht da jemand? Ah, oh, nie ist das Ding geladen. Nie ist dieses verdammte Ding geladen. Stirb. 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 Komm hier, Messern. Passt schon. Das gute alte Messer. Hier war die Dusche an, genau. Hier kam er raus. Ja, ich vermute ja irgendwie den Schlüssel hier. Oder hier. Kommen wir jetzt von hier? Oder nicht? Ich versuche gerade mal hier auf der Karte was zu erkennen, aber irgendwie... Nö. Nein, von hier kam ich nicht, nee. Hier vielleicht einen aufmachen. Da ist die Tür, die kann ich öffnen. Aber bevor ich nicht den Schlüssel habe... Hab ich ehrlich gesagt gar keine Motivation, hier rauszugehen. Ah, schauen wir uns einfach mal um. Nee, hier scheint es ja weiter zu gehen. Oder nicht? Okay, die ist verschlossen. Na gut. Dann geht's halt hier weiter. Ist doch kein Problem. Ist doch gar kein Problem. Eine bessere Waffe wäre gar nicht schlecht. Vor allem, ich habe, glaube ich, überhaupt keine Munition. Oder höre ich was? Oh shit. Oh shit. Oh Mann. Das Spiel ist übrigens ab 16. Wieso ist dieses Spiel ab 16? Das macht gerade keinen Sinn. Das ist für mich eher ein 18er Titel. Naja, die wissen schon, was sie tun. Das wissen sie bestimmt. Oh Gott. Kann ich die umgehen eventuell? Nee. Ah, vielleicht. Ja, also, wenn ich hierbei jetzt wackel, Leute, dann tut's mir leid, wegen der Kamera und so. Aber... Das ist halt so eine Sache, das geht gar nicht. Okay, meine Munition geht mir aus. Um das mal... Y, Y, Y... sehr beschissen zu erreichen. Na? Okay, das war auch meine letzte Munition. Eine Überlebende. Aber die BOWs haben sie erwischt. Wer war sie? Ich versuche noch, das herauszufinden. Hier ist nichts, was sie identifizieren könnte. Mal sehen, was Genesis sagt. Okay.
Item found. Ah! Ein Schlüssel. Ist er das? Durch das Berühren des Menüschaltwerks gelangt man ins Untermenü. Okay. Ja, was willst du mir sagen? Scheiße. Ich habe nichts Neues über die Frau, aber ich habe einen Schlüssel. Probieren wir ihn doch einfach aus. Erstmal schauen wir uns hier in Ruhe um. Wenn ich irgendwie was an Munition oder sonst wie was finde. Ein Problem mit dem Schiebepad gibt's auch noch. Es macht das Ganze hier noch viel rutschiger, als es sowieso schon ist. Ja, das ist natürlich ganz schlecht wegen dem LP'n. Aber, ja, müssen wir irgendwie durch, Leute, ne? Wer wollt das sehen oder nicht? Und dann müssen wir das auch mit den allen Problemen, die damit einhergehen, machen. Oh, noch einer. Nein, oh, die Waffe ist ja noch falsch. Verdammt. Oh, immer. Okay, das war scheiße. Aber scheinbar gehe ich dann ja richtig, wenn jetzt hier Gegner auftauchen. Ich sag mal, das würde nicht passieren, wenn das falsch wäre. Okay, und mit diesem Speichervorgang beende ich auch erstmal den Part, Leute. Bis dann und ciao.